Moin und willkommen auf meinem Videokanal. Dies wird eine Videoantwort für Christoph vom Kanal Schnauz 58. Christoph, herzliche Glückwünsche zu deinen 1500 Abonnenten. Mittlerweile sind es ja schon wieder ein paar mehr. Du hast jeden einzelnen davon verdient. Ich finde es ganz großartig, was du an Videos raushaust. Ich finde es ganz großartig, wie du dich in dieser Community einbringst, dich engagierst. Da würde ich sagen, bist du ganz weit vorne. Und da sollten sich ganz viele andere mal ein Beispiel dran nehmen. Das ist wirklich eine ganz großartige Sache, wie du deinen Kanal aufbaust, wie du deinen Kanal handhabst, wie du dein Engagement hier einbringst. So, du wolltest aber von uns wissen, wie wir unsere Messer pflegen, schleifen und sonst irgendwas damit machen. Fange ich mal mit dem Schleifen an. Also schleifen tue ich auf Wassersteinen. Ich habe hier aus einem Baumarkt einen ganz groben, den benutze ich mit Schleiföl und benutze ihn nur für die Dinge, wenn es wirklich mal ganz hart kommt. Dann habe ich hier weiterhin einen Wasserstein mit einer Körnung 3000-1000, den ich mit Wasser benutze. Dann hier ein Wasserstein von Dirk Wanger mit 5000-2000, wobei ich sagen muss, dass ich das Gefühl habe, dass die 2000er Oberfläche im Verhältnis zu der 1000er hier einfach gröber ist. Andersrum, die 5000er scheint mir auch gröber als die 3000er hier zu sein. Ist einfach ein anderer Stein. Dann habe ich fürs Polieren hier noch einen Stein, den habe ich auf dem Flohmarkt gekauft. Der ist mir als belgischer Brocken verkauft worden, glaube ich aber nicht. Ich meine, das wäre ein Thüringer Stein. Relativ fein. Ich habe keine Ahnung, was der für eine Körnung hat. Ich schätze aber so um die 4000. Dann habe ich hier noch etwas, das habe ich ebenfalls vom Flohmarkt. Das ist ein Aloxid Superfine Hone Nummer 200. Der soll eine Körnung von 7000 haben. Ist extrem glatt, wird mit Wasser benutzt, genau wie der Thüringer hier. Das heißt, ich brauche den nicht einlegen wie die synthetischen Steine, sondern da wird Wasser drauf gemacht und dann entsprechend funktioniert das. Der bildet keinen Schleifschlamm. Der ist so glatt, das ist fantastisch. Und schließlich und endlich habe ich noch einen in dieser alten Holzbox. Ups, so. Den habe ich von meinem Großvater bekommen. Mein Großvater war Sattler und die brauchten halt fürs Leder auch entsprechende Steine. Ein Petroleumölstein, den ich ebenfalls mit Schleiföl benutze. Der dürfte so auch 6.000 bis 7.000er Körnung haben, auch ein Politurstein. Wird wirklich gut scharf damit und kann man wunderbar mit polieren. Ich habe gesagt, ich benutze Schleiföl. Ich habe hier dieses Abziehöl, da habe ich noch einen Rest von. Wenn das alle ist, werde ich mich aber hier auf das allseits bekannte Ballistol stürzen und damit arbeiten. Funktioniert genauso. Du brauchst halt irgendein Öl, was nicht harzt, was lebensmittelecht ist und dann war es das. Ballistol nehme ich auch zum Schmieren von meinen Dingern. Aber wir waren noch beim Schleifen. So, Schleifen. Das mit den Steinen, da lasse ich es bei den Küchenmessern eigentlich dann auch bei bewenden. Bei Taschenmessern gehe ich dann noch weiter. Ich habe mir hier zwei Abziehriemen gemacht. Dieser hier hat auf dieser Seite eine Einreibung bekommen, zunächst mit Ballistol und dann mit meinem Universal-Zeugs. Arco Hochglanzpolitur für alle blanken Oberflächen. Mit dem Zeug poliere ich auch meine Messer und hier eingerieben macht es eine wunderbare Schärfe. Auf der anderen Seite ist ein blankes Leder, da ist nichts behandelt, da ist nur ein bisschen Ballistol drauf gemacht worden. Das ist Stufe 1 beim Abziehen bei mir, das ist Stufe 4. Ich habe dann hier noch ein zweites Leder
was ich behandelt habe mit diesem Zeug. Linda Stangenpasta. Das rote hier ist die etwas gröbere Variante. Das schwarze ist die feinere Variante. Funktioniert hervorragend und mit diesen vier Ledern kriege ich echte Spiegelpolitur hin, super Schärfe. Reinigen. Das ist jetzt Schleifen gewesen. Jetzt kommt Reinigen. Reinigen tue ich meine Messer. Entweder mit Feuerzeugbenzin, mit Aceton aus der Apotheke. Da muss ich mal wieder Neues holen. Das war's eigentlich. Sonst benutze ich zum Reinigen einfach ein altes Brillentuch, ein altes Mikrofasertuch. Und was sich sehr bewährt hat, gerade für Taschenmesser, sind die hier, Pfeifenreiniger. Da komme ich in jede Ritze mit rein, da komme ich überall mit hin, da kann ich wunderbar, die kann ich beträufeln mit Reinigungsbenzin, mit irgendwelchem anderen Kram, wunderbar, funktioniert prima. Wenn ich ganz verranzte Messer habe, dann gehe ich bei und lege die in WD-40 ein. Ich habe noch so ein Eimerchen mit WD-40. Da werden die dann für 3-4 Tage eingelegt. Und dann ist es in der Regel bei mir so, dass die Messer dann die Korrosion ordentlich aufgeweicht ist und ich komme dann zu einem guten Ergebnis. Abziehen, wie gesagt, mit diesen Dingen, wenn ich alte Messer restauriere, nachdem ich den Dreck runtergeschliffen habe mit normalem Schleifpapier, was ich ungefähr bis Görnung 1000 benutze. Das Zeug ist echt das Mittel der Wahl. Alternativ dazu Elsterglanz. Da kriegst du wirklich alles mit blank. Es ist ein bisschen Arbeit, aber es funktioniert hervorragend. So, das ist mein Schleifgedöns und mein Pflegegedöns. Ich hoffe, es hat dir gefallen und mach weiter so. Das wäre schade, wenn du uns verloren gehen würdest. Alles Gute weiterhin für deinen Kanal und wir sehen uns. Tschüss, bis bald.